Jo, Leute, was geht? Euer Schützenfutsu hier. Auf dem Weg Richtung den Rang Bauer, aus dem Grund, weil wir hatten die Hunter-Runde verloren. Ich war dadurch sind wir in der 3 gedroppt und eben gerade war mein Internet kurz weg. Ich wurde aus einer Runde rausgeworfen. Dr. Klinker. Und ja, es ist halt, da war halt noch, ist noch keiner rausgeflogen gewesen. Dann wollte ich mich reconnecten und bin nicht mehr in die Lobby reingekommen. Musste ich rausgehen. Wir sind jetzt auf einem sehr, sehr, sehr unangenehmen Weg. Und ja, trotzdem denke ich mir, ja, nehmen wir auf. Wir spielen das ja eh wieder so ein bisschen hoch. Nur, ich würde wirklich sagen, so unteres Knight macht halt nicht so viel Spaß wie im höheren Richtung Bishop, weil in Richtung Bishop, da spielt jeder halt nochmal ein bisschen anders. Hier ist es so, dass auch viele dabei sind. Hier, der kauft in der ersten Runde, setzt ihn hin, aber packt ihn nicht aufs Feld. Sowas hat man hier halt so dabei, ne, bei den Leuten. Oder Leute, die die Kombos noch nicht ganz verstehen. Also, ne. Viele sind ja doch Anfänger, sind da nicht so drinnen in dem Spiel und so. Kann ich verstehen. Aber ja. So wie es halt ist, ne? Weiß auch nicht, ob ich wirklich noch irgendwann noch mal so ein vernünftiges Guide machen würde, warum ich wie was mache. Weil hier im Early jetzt zum Beispiel würde ich natürlich hier Goblin Mechs kaufen. Weil mit drei Goblins hast du die Goblin-Kombo und mit zwei Mechs halt die Mech-Kombo. Man könnte natürlich aber auch hier probieren, die Ork-Kombo zu kriegen, weil man dafür auch nur zwei Orks braucht. Und 200 Leben ist im Early Game sehr, sehr stark. 200 Leben mehr auf eine Einheit zu haben, ist. Guck mal, wenn man zwei Einheiten hat, ist fast 400 Leben. Also 400 Leben ist fast eine Einheit mehr. Was everyone playing Mechs hat, das ist natürlich Aua. Das ist natürlich Aua hier, wenn jeder wirklich Mechs spielt. Aber also sechs Leute können immer mal Mechs spielen. Das kann ganz schnell passieren hier. Dass sechs Leute Mechs gehen, einfach nur weil Mechs so stark ist. Ist ja klar, dass jeder das Stärkste haben möchte, das Beste. Und wir werden mal schauen, inwiefern wir die Mechs denn hier abbauen werden. Wir werden halt, ne, oh, wir werden sie erstmal nicht abbauen. Auf jeden Fall. Weil ein Clockwerk auf 2 zu haben und ein Tinker auch bald. Natürlich sehr, sehr gut. Lass jetzt erstmal noch den nächsten Tinker mit drauf. Das hier geben wir dem Clockwerk. Ja, und das alte behalten wir nochmal für unseren Bounty, falls wir ihn ziehen würden. Wie viel haben wir denn hier wirklich ernsthaft? Okay, der hier hat noch Goblins. Der hier hat Goblins. Das Problem ist, der hier hat Goblins. Und ja, jeder hat hier wirklich so ein paar Goblins dabei. Unser Problem wird halt sein, dass auf dem Rang auch viele Leute dabei sind, die ziehen dann ihre Combo einfach komplett durch. Wir werden jetzt so spielen, dass wir vielleicht nochmal umswitchen auf Knights sogar, sehe ich gerade. Auf Knights wäre not bad. Dass wir uns in die Richtung orientieren. Wir hatten ja auch diese Community-Runde gespielt, in der man gesehen hat, also na, man sieht das dadurch ja nicht direkt, ne? Aber da haben sich ja halt die Knights rauskristallisiert, was sehr, sehr cool war. Und ja, muss man dann mal gucken, ob man da wirklich noch was anderes machen kann, ob Knights wirklich so gut sind, wie es da im Gegensatz zu den anderen Rassen sozusagen war. Aber hier, wir ziehen hier halt an sich die Goblins, ne? Das ist halt das Problem, was wir haben. Wir ziehen es hier an sich. So. Jetzt haben wir da zwei Tinker so und hier jetzt den dritten noch so oben drauf. Der Clockwerk hier wird wirklich der absolute Tank. Ja, der Brightstone, der wird erstmal ausbleiben. Sowas würde ich halt gerne Bounty Hunter zudrücken. Ah, wenn wir jetzt halt alles Stufe 2 kriegen von den Goblins, dann werden wir sie weiterkaufen. Das Problem ist, alle haben ja sich das schon sehr gut aufgebaut. Aber der hier wird sich's noch überlegen, der wird die auch wahrscheinlich abgeben. Nur er wird sie jetzt so lange bunkern, wie er sie halt verwerten kann trotzdem. Nicht braucht, besser gesagt. Von daher, ja, wird es ein bisschen dauern, bis wir wirklich hier die Goblin-Kombo richtig ausspielen können. Ich bin halt gerade am überlegen, wie klug es ist, hier die Goblins weiterzukaufen. Wir haben halt zwei Stück Stufe 2, aber wir haben nicht mal einen dritten bis jetzt gezogen. Wir haben keinen Bounty Hunter, nichts gesehen, ne? Das tut uns halt echt, echt weh. In der Kombo, dass wir nicht den dritten Goblin haben. Timwasser oder Bounty Hunter wäre beides total wichtig. Und das sehen wir jetzt halt, was wir jetzt so kriegen im nächsten Row. Ob wir vielleicht ein paar Knights kriegen oder sonst irgendwie was. Ich weiß auch nicht, ob wir Instant Stufe 5 machen wollen. Hier ist zum Beispiel noch ein Clockwerk dabei. Hier sind Knights dabei. Aber jetzt würde ich sagen, wir geben ihn ab. Packe hier einen Chaos Knight dazu und eine Luna. Den Razor würde ich auch gerne noch erstmal mitnehmen hier. So. Ich glaube, damit wären wir auch gar nicht so bad hier gerade. Wir setzen die beiden mal einzeln hier nach links. Da können die besser hier von der Seite angreifen. Ah, wir müssen uns hier irgendwie durchsetzen. Der hier macht es gut. Der geht einfach nur Kriegersturm. Hat damit aber auch noch nicht so viel Erfolg gehabt. Alle haben so Erfolg mit Goblins gerade hier. Aber wirklich Erfolg. Jeder hat hier was, auf Stufe 2 fast schon. Der hier hat halt noch einen Bounty sitzt. Der ist auch Stufe 2. Eieiei. Und das Problem ist, in Early gibst du deine Stufe 2 ja nicht ab.
Weil die Bats natürlich alles, was du kriegen kannst. Ah, hier kommen wir ganz gut durch. Jetzt können wir dann Nacht dann vielleicht schon aufleveln. Night Silver is safe. Es ist halt gut, dass auch fast gar keiner aufgelevelt hat, ne? Auch wenn es an sich indirekt nicht mehr passen würde mit dem Aufleveln, überlege ich gerade, es trotzdem zu machen. Kommt ja darauf an, wie wir ziehen. Und ja. Bad Rider wollen wir mitnehmen, den Bounty wollen wir mitnehmen. Den Razor verkaufen wir, dafür leveln wir lieber auf. Das ist dann nämlich hier ein Bounty mit hin. Und erfreuen uns über diese Goblin-Kombo, die wir uns jetzt endlich aufgebaut haben. Ah, Mages können wir schon mal ein bisschen reinkaufen. Auch wenn die Crystal-Main nicht so geil ist dafür, der hat auch schon einer. Hier sind halt auch Timbersaw halt vertreten, da ist ein Timbersaw. Das ist halt noch ein bisschen eklig, ich weiß nicht, wie lange die Leute das so durchziehen werden. Der hier geht halt ein paar Assassinen mit rein, der wird so ein Bounty erstmal behalten. Der hier weiß, glaube ich, gar nicht, was er tut. Oh, ich glaube, wir sind mit unserem Feld ganz schön fein gerade. Wir haben halt die meisten Goblins hier, also die stärksten Goblins zusammen, dass wir die beiden auf zwei haben. Wenn jetzt natürlich auch noch ein Timbersaw oder so ziehen würden, wären wir natürlich richtig fein, aber... Ja, wie gesagt, wir müssen jetzt im Moment das nehmen, was wir kriegen können, leider. Ja, aber... Wir bolzen hier auf jeden Fall den auch noch um gerade. Und wir müssen gucken, dass wir in drei Runden auf Level 6 gehen, instant. Es geht jetzt halt hier ein bisschen darum, wer zuerst kommt, meint zuerst. Wir rühren hier auch schon mal rein. Ach komm, wir nehmen schon mal den Bad Rider mit, den Rest brauchen wir hier eh nicht. Bad Rider 2 werden wir, glaube ich, sogar gleich hinsetzen für die Luna erstmal. Ah, da kaufen wir doch gleich nochmal weiter. Jetzt rerollen wir nochmal. Die Luna haben wir jetzt auch schon fertig. Heißt, der Chaos Knight hier muss erstmal dran glauben. Dafür, dass wir jetzt nur Stufe 2er hier haben, bis auf den Bounty hinten, sollten wir ganz gut sein. Der hier wird halt auch wieder aufs Feld kommen, früher oder später. Für den Rest hier brauchen wir halt nichts. Mages. Ah, sehe ich mich gerade nicht mehr so drauf. Wir gehen lieber jetzt noch ein paar Knights rein. Müssen dann aber auch Trolle reingehen, damit unsere Knights auch Damage machen. Oder natürlich, wie war das mit den Goblin-Buff? Die kriegen dann alle, ne? Ganz euer Allies 15 Armor 10 AP Rec. Knights sind ja eh schon tanky, dann werden sie noch tankier und über die Tankiness können wir natürlich auch Damage machen, wenn ihr wisst, wie ich meine. Jetzt im Early ist natürlich total stark. Hier 4 Einheiten Stufe 2 zu haben. Ja, wird uns keiner was vormachen gegen. Das ist halt das Gute, was wir jetzt damit haben. Triple Kill. War er hier oder was? Oder wir hatten Triple Kill. Auf jeden Fall, wir gehen im Moment in die 100% Strategie hier rein, ja. Wir machen wieder ein perfektes Game auf, habe ich gehört. Aber wie gesagt, die haben halt alle um die Goblins gekämpft. Wir hatten ein bisschen Glück drum. Und es ist auch gerade um die Knights. Ja, es geht halt wirklich... Oh, hier oben wird noch gekämpft. Ja, der kämpft nicht gegen uns, oder? Ja, der Tiny hier verliert auf jeden Fall. Nee. Natürlich lustig gewesen, wäre das unserer gewesen. So, ach ja, wir haben ja noch eine Item für unseren Bounty. So, hier haben wir einen Knight. Jetzt behalten wir mal unser Gold, weil wir ja nächste Runde aufleveln wollen, nicht, dass wir nicht genug haben. Das ist natürlich ganz gefährlich. Man könnte natürlich noch früher aufleveln, man hätte jetzt schon längst 6 sein können, wenn man es gewollt hätte. Aber ja, wir machen das natürlich ganz normal hier über die perfekten Erfahrungspunkte. Dann hätte er halt letzte Runde schon Beispiel, wenn man richtig mit Gold gearbeitet hätte, schon locker 6 machen können, aber wofür? Klar, so früher man die dann Einheiten kriegt, desto besser. Aber muss auch erstmal eine Grundarmee haben, sozusagen. Der hier hat halt Assassinen jetzt schon. Gucken, ob die uns im Early hier schon gut was antun können. Nee. 3 Assassinen reichen einfach nicht. 3 Assassinen reichen hier einfach nicht aus, um gut durchzukommen. Aber wir haben eine 5er Winning Streak, das ist natürlich sehr, sehr stark. Na? So, die Luna hätte ich gerne nochmal. Wir leveln jetzt auch auf. Ich glaube, der Chaos Knight ist im Moment noch besser. So ein, oder ein, wollen wir ihn lieber reinsetzen. Der Doom ist halt eine starke Grundeinheit, so einfach, ne? An sich passt er ja gar nicht rein, aber wir setzen ihn jetzt mal mit rein. Weil seine Ulti hier ist einfach so stark, auch wenn er genervt wurde. Aber die gegnerische Figur wird halt komplett gesilenced. Er ist halt ein Anti-Mage in... Ist fast wie ein Anti-Mage, kann man sagen. Deswegen als starke Grundeinheit setzen wir ihn jetzt mal mit drauf. Weil 3 Knights bringt uns ja auch nicht, weiter. Leider noch kein Timbersaw gezogen. Vielleicht können wir den Bounty ein bisschen austauschen nochmal. Und ja, jetzt sollten wir vielleicht nochmal Gold sparen, dass wir in 4 Runden auch auf 7 schon early hochleveln können. Oh, wir sind glaube ich noch stark genug. Wir sind jetzt schon stark genug, glaube ich, für Runde 15. Auf jeden Fall stompen wir hier überall rüber, das ist sehr gut. Weiß ja nicht, so langsam müssten noch ein paar Leute ihre Goblins aufgeben, oder?
Wenigstens so ein bisschen. Wenn wir uns halt wirklich darauf konzentrieren, dass wir dann noch ein Alchemist und alles kriegen. Und den Techies auch. Das ist halt so schnell wie möglich. Deswegen wollen wir halt in 4 Runden hier aufleveln. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt auch nur noch die wichtigen Sachen mit, die wir haben wollen. Und ja, ansonsten lassen wir das immer so. Ja, Trolle würde ich gerne alle haben, ne? Muss ich ja mal ehrlich sagen. Und mit ihm hier sind wir eigentlich not bad. Jetzt ist die Frage, wir haben ja ihn hier schon. Wollen wir ihn anstatt den Doom draufstellen? Und wir können es natürlich auch so stellen hier, ne? Unser Feld. In unseren Tank mal ein bisschen, da ist ein Tinker, kann er, obwohl. Ah, der, oh, ups. Die beiden müssen mal Plätze tauschen. Ich glaube, der Tinker muss ein bisschen safer stehen, damit er nicht sofort drauf geht. Ah, er hat halt ein bisschen mehr Attack Speed. Über den hier, der hat ein bisschen mehr Attack Speed. Die buffen sich halt alle untereinander mit dem Witch-Doktor. Könnte es auch nochmal gut werden. Wir gehen halt von den Goblins ein bisschen rüber zu den Knights, aber gleichzeitig wollen wir halt trotzdem auch Goblins haben. Wir konzentrieren uns halt auf ein paar mehrere Sachen. Einfach nur, damit wir hier besser durchkommen. So, die Items sind auch not bad. Das hier geben wir wahrscheinlich dann erstmal dem Troll-Warlord. Einfach nur, weil wir auf dem Troll-Warlord noch ein bisschen Schaden brauchen. Und dann sollte eigentlich alles hier entspannt laufen. Der hier ist halt... Ach, er reizt mich eigentlich gar nicht. Eigentlich reizt er mich gar nicht, ne? Wir kaufen jetzt aber mal für die Hand. Ja, und jetzt hauen wir ihn auch schon wieder raus. So, wie mache ich denn das jetzt? Den will ich haben, den da will ich auch haben. Aufleveln können wir jetzt noch nicht. Die Trolle will ich weiter den Tinker. Dafür. So. Dann geben wir ihm das hier. Der hier hat noch gar keinen davon, also kriegt er auch so eins. Ja, 10 Gold haben wir jetzt. In 2 Runden wollen wir das Ding aufleveln. Ist eigentlich alles sehr angenehm gerade für uns. Timbassor 2, ah, läuft bei dem. Ist halt das Ding, dass wir dann erstmal nach Runde 13 auch wieder kein Gold mehr haben werden. Aber ja, wir haben ja diese Winning-Streak, ich hoffe, die werden wir jetzt weiter ausbauen, dass wir noch nicht raus, dass wir noch nicht so früh die aufgeben müssen. Weil das macht halt einen riesen Goldunterschied. Diese Winning-Streak. Ah. Was machen hier unsere Einheiten? Ich weiß noch nicht, ob ich lieber den Bounty oder lieber einen Timbassor habe, um ehrlich zu sein. Das wird auch nochmal interessant. Die beiden wären dann, glaube ich, im Moment die nächsten, die verkauft werden würden. Außer wir würden jetzt einen ziehen in Row, dann würden wir natürlich Clockwork weiter probieren. Kommt halt immer so ein bisschen drauf an, was jetzt hier so wirklich kommt. Ja, für den Tinker werde ich hier kein Clockwerk zum Beispiel verkaufen. Rewind werden wir jetzt auch nicht. Wir könnten natürlich jetzt Early, richtig, richtig Early 7 machen, ne? Wir könnten jetzt schon auf 7 hochgehen, wenn wir das wollen würden. Aber damit würden wir uns halt so viel kaputt machen. Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich nächste Runde schon hochleveln möchte. Wir könnten jetzt natürlich uns wirklich probieren durchzusparen, weil jede Runde jetzt wirklich auch genug Gold kriegen. Wir können uns mal wirklich probieren, jetzt im Early gleich hochzuschlängeln. Dass wir im Early gleich 50 Gold voll machen und dann weiterschauen. Jetzt kriegen halt auch langsam die Leute Einheiten, ne? Es wird langsam gefährlicher hier. Und ja, ich glaube nicht, dass es sich doch schon so lohnt. Schauen, wie viel von dem anderen das machen. Darauf achten müssen wir. Der hier hat nur 5 Einheiten, ne? Und hat 32 Gold. Der wird wahrscheinlich jetzt nicht early auf 7 gehen, zum Beispiel. Glaube ich nicht. So. Der hat ein paar. Der hat 2 Einheiten gehabt, aber auch sehr viele, die nicht so gut sind. So ein Okre zum Beispiel und so. Ist halt leider nicht so gut. Zeig mal dein Feld bitte. Da wäre ich jetzt mal neugierig. Wir haben auch gewonnen. Zwar nur noch knapp gegen ihn, aber wir haben schon mal gewonnen. Das ist schon mal wichtig. So, zeig mal dein Pferd. Der den Tiny 2, Witch Doctor 2 halt, ne? Ist halt so ein bisschen, schwierig. So, wir könnten jetzt halt. Wollen wir auch, ist die Frage. Eigentlich nicht. Das macht kein anderer, von daher behalten wir unser Gold auch. Dann gehen wir halt erst auf Runde 17 hoch. Und lass uns jetzt lieber noch ein bisschen von Einheiten berieseln. Er macht es halt genauso wie wir. Das Problem ist, dass er halt wirklich. Ah, er macht es wirklich sehr, sehr ähnlich zu uns. Dass er halt wirklich die Goblins auch kriegt, wir nicht. Wir haben nicht noch keinen Timbersaw gesehen, das wäre so auch keiner. Also wir werden auch keine Goblin-Kombo mehr gehen können, glaube ich. Die werden wir auf jeden Fall abgeben für Knights und für Trolle. Schade, dass da jemand einfach schon Witch Doctor 2 sich gekauft hat. Und ja, wir halt leider noch gar keinen gesehen haben jetzt. So. Wir werden die natürlich so lange bunkern, wie wir können. Weil wenn der andere die kriegt, das wird eklig für uns. So, wir gehen jetzt auch wieder perfekt hier mit dem Gold hoch, oder? Nee, noch besser. Wir haben 42 Gold, glaube ich, gleich. So viel Gold, oder noch mehr, nee, ne?
43 Gold. Ah, Witch Doctor und Shadow Fiend. Ah, jetzt kommt natürlich auch ein Alchemist da rein, aber davon lassen wir uns hier mal nicht beeinflussen. Wir gehen lieber mal für die beiden. Weiß auch nicht, ob er besser wäre als der Treu-Warlord hier in dem Falle. Ah ja, der Bad Rider kriegt halt auch noch einen Buff drauf, deswegen lassen wir es mal lieber so. Ja, wir müssen dann halt gucken, ob, wenn wir die abgeben. Ich würde lieber vorher Omni-Knight und Chaos Knight 2 haben. Ah, der hier wäre gar nicht so geil für uns. Wegen dem Chaos sehe ich gerade. Wegen dem guten alten Chaos Knight. Ah, hiervon brauchen wir auch nichts. Ich habe gerade einfach mal gerevolt, um zu gucken. Dragons wären natürlich auch cool, aber ja, wir wollen halt Trolle unbedingt von seinen Knights mit reinkaufen, ne? Da haben wir schon mal alle auf der Bank. Das ist auch schon immer ein gutes Zeichen. Natürlich sind zwar jetzt Knights noch. Also vier Knights wollen wir haben. Und dann wollen wir schon die Trolle haben, glaube ich. Kommt halt so ein bisschen drauf an. Unser Bird hat sich jetzt schön entwickelt. Sehr, sehr schön. Und ja, wie gesagt, dadurch, dass hier auf dem Rang wirklich die Leute noch ein bisschen anders kaufen und so null darauf achten, was jetzt gerade vielleicht klug wäre, in dem Moment, haben wir hier halt auch einen kleinen Vorteil. Weil wir sehen, wir geben die Goblins alle ab. Jetzt im Moment sind sie zwar noch gut, aber ne? Weil der hier kauft komplett Goblins weg, der hier kauft Goblins weg, der kauft Goblins weg. Und es geht keiner, doch der hier geht ein paar Knights rein, oder hat einen Omni-Knight sich geholt, so. Ist aber okay, weil wir gehen wirklich Full Knight rein. Der hier geht halt Trolle und Krieger, das ist halt klug von dem, obwohl Trolle im Moment auch begehrt sind. Ja. Ist halt so, ne. Und die Mob-Runde hier sollten wir gut überstehen, sollten wir auch gleich aufleveln. Aber je nach schon aufleveln. Ah, wir geben uns schon mal die Erfahrungspunkte rein. Das ist halt cool, dass er nicht nur ein einziger bis jetzt das gelevelt hat hier. Bis es für den gar nicht so gut läuft. Also hat sich gar nicht so gelohnt. So. Ah ja. Kann man mal machen so von den Items. Sehr entgegenkommt das Spiel gerade. Also wir müssen halt wirklich aufleveln, damit wir unten mehr Platz haben, um zum Beispiel noch einen Witch-Doppler runter zu packen oder einen Shadow-Schaman. Ich hoffe natürlich, dass wir was anderes hier zuerst ziehen werden. Aber da kann man halt wirklich nur hoffen und man weiß es halt noch nicht, ne? Ah, Omni haben wir zuerst gezogen. Witch Doctor im gleichen Zug, kann man sagen. Dann leveln wir jetzt hier schon mal weiter. So. Können wir nächste Runde den Omni gerne dazu packen. Hier packen wir auch mal das Broadsword mit drauf. Das Schild hier geben wir erstmal hier mit drauf. Das Mana, den geben wir auch erstmal mit auf dem Clockwerk, weil vielleicht kriegen wir ja hier so einen Refresher Orb. Ich weiß noch nicht, auf wem ich das sehen würde. Irgendwer, der schnell Mana braucht. Irgendwer, der zweimal schnell ulten muss. Er muss ihn zweimal schnell ulten. Ich würde sagen, es ist nicht unser Treu-Warlord, der jetzt zweimal schnell ulten muss. Aber ja. So, jetzt so länger wir gewinnen, desto besser ist es natürlich für uns. Aber wir würden es natürlich auch anders hinnehmen, ne? Wenn es nicht so klappen würde. So, ich weiß auch nicht, wie begehrt der Dragon Knight hier ist. Auf dem Rang. Weil es gibt ja auch so ein paar Leute, die kaufen den einfach. Gibt es ja auch im höheren Rang noch, die ihn eigentlich gar nicht brauchen, nur um irgendjemand anderen, der ihn vielleicht haben möchte, so ein bisschen die Kombo zu versauen. Also da gibt es ja auch genug. Da müssen wir jetzt ein bisschen darauf achten, dass keiner uns einen Dragon Knight wegnimmt. Oder auf die Idee kommt, den wirklich zu gehen. Deswegen haben wir mit einem Early Stufe 7 da schon mal ein paar mehr Chancen als andere. Außer natürlich, es gehen jetzt alle hoch. Ah, das glaube ich nicht. Ja, glaube ich noch nicht so ganz. Wir haben halt jetzt so viel Gold in der Rückhand, dass wir so viel rerollen können und alles. Also wir sind hier echt fein gerade. Haben Disruptor kann ich halt nicht so viel anfangen. Bad Rider hätte ich auch gerne, aber ja, wir tauschen hier natürlich gerade nichts aus. Die Luna ist fertig und hier ist noch ein Abaddon. Dafür gehen wir natürlich gerne unter 50 Gold runter. Und jo, Abaddon ist nice. Das überlege ich gerade. Ob ich schon mal den Bounty demnächst abgebe für die Luna zum Beispiel. Für eine zweite. Dann müssen wir gleich mal gucken. Auf jeden Fall müssen wir jetzt wieder schön über 50 Gold hochgehen. Ja, dann schauen wir mal weiter. Wir machen hier halt echt eine ganz entspannte Runde. Ich kann natürlich auch probieren, innerhalb der nächsten 4 Runden aufzuleveln, ne? Oh, wir kriegen gerade sogar auf die Fresse, kann das sein? Von dem Li Yang. Du hast unsere Winning Streak kaputt gemacht. Mit deinen Goblins, Huntern und Mechs. Okay, Hunter ist halt so eine Sache dann, ne? Wenn die jetzt halt nicht besiegt kriegt, weil die ganzen Goblins davor stehen, tut halt schon weh. So. Ah, wir können halt mit dem Shadowfiend nicht so viel anfangen. Leveln wir nur einmal. So, ich will mal die ganzen Items da rausholen. Noch eine Luna hinsetzen.
hier ihn dazu setzen, ihn runter und ihn auch drauf setzen. Ich fühle mich so irgendwie stärker, auch wenn es wahrscheinlich nicht stärker sein wird. Joa. Das wird sein. Ach komm, das hier machen wir auf ihm so ein bisschen. Da bauen wir uns auf. Der wird wirklich unser Tank hier vorne. Und wer braucht hier ein bisschen Dings? Er hier, oder? Und es hat gerade ein bisschen kurz gehackt bei mir, komischerweise. Ah, okay, jetzt läuft wieder alles. Ja, genau, da hätte zum Hintergrund auch noch ein paar Spiele und so. Damit wir vielleicht im Stream auch mal was anderes zocken können. So ist halt im Moment der Plan. Ich baue jetzt so ein paar Sachen auf dann. Ich möchte halt auch meine Zweitstelle noch promoten, Leute. Ihr könnt ihr gerne mal abonnieren, da werde ich noch einen Link irgendwo hinpacken. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt demnächst schon passieren wird oder wann auch immer. Es wird auf jeden Fall passieren und ja. Ich muss mal gucken. Wenn ich das erste Video hochlade, werde ich auf jeden Fall vorher dazu hier noch ein Video machen auf dem Hauptchannel. Ich habe auch überlegt, ob ich jedes Display sozusagen auf dem Hauptchannel anfange und auf dem Zweitchannel dann weiterführe. Solche Pläne habe ich halt im Moment. Da muss ich mal gucken, was am klügsten ist mit umzusetzen und so weiter. Und ja, das ist halt so ein Ding, was ich vorhab. Wir müssen unbedingt unsere Winning Streak hier auch wieder aufbauen, damit wir schön aufleveln können und alles. Ja, mit 4 Knights oder 5 Knights sind wir im Moment gut gerüstet. Als nächstes können wir halt nochmal eine Luna austauschen gegen den Dragon Knight, wenn wir ihn ziehen würden. Deswegen gehen wir jetzt auch early auf 8 hoch, damit wir eine höhere Chance haben. Am liebsten würde ich sogar schnell auf 9 hoch rushen, um dann noch mehr Chancen zu haben. Aber jetzt werden wir das ein bisschen gestillter angehen und lieber ein bisschen mehr rerollen auf 8. Das Gute ist halt, hier haben viele auch noch gar kein Gold. Wir sind die einzigen, die gerade über 50 Gold haben. Und ja, er hier fliegt etwas raus, hat aber so viel Gold, ne? Er fliegt jetzt sogar raus. Ah, der hat ja nichts Besonderes leider für uns gehabt. Er fliegt noch nicht raus, okay. Okay, ja, wir haben ganz knapp verloren. Na gut. Dann leveln wir das Ding hier mal zu Ende. Rerollen hier einmal rein und ziehen ihn nicht, aber ihn nehmen wir mit. Ach komm, jetzt können wir mal ein bisschen runtergehen hier. Gerade haben wir es. Okay, so lassen wir es mal. Ich überlege gerade, ja, nee, die Dings können wir nicht mit reinnehmen, die Dragons. Oh, wir müssen noch eine Figur hinsetzen. Zack, habe ich bestimmt, habe ich das, hätte ich jetzt fast vergessen. Im Stream habe ich es ja auch des Öfteren vergessen gehabt. An alle, die dabei waren, jetzt am Dienstag war das, der Stream. Ah, lief nicht so gut. Aber ja, hier die Runde. Ich glaube, wir standen gerade ganz gut durch hier. Ja, komm. Sehr schön, noch ein Blightstone. Gucken wir mit dem jetzt noch. Ich glaube, nach Luna gehen wir den, ne? Mal gucken, welcher. Ob wir eine schon ausgerüstet haben. Ich glaube, es ist noch gar nichts. Das sehen wir ja gleich. Der aber dann ist schon mal fertig. Das ist natürlich sehr entgegenkommend hier. Der Shadow Shaman, den nehmen wir schon mal mit. Ja, dann von außen, dass wir jetzt gewinnen und wieder 50 Gold hochgehen. Wir haben noch beide noch nicht ausgerüstet. Dann gehen wir es einfach einer mal. Joa, Witch Doctor würde ich gerne noch ziehen. Shadow Shaman würde ich noch ziehen wollen. Und zwei Treu Warlords und halt den Dragon Knight. Wir haben ein paar Wünsche hier. Den Omni Knight können wir halt als nächstes sozusagen austauschen, am besten gegen den Dragon Knight halt. Aber ja, wir nehmen das, was wir kriegen können. So, das hier gegessen, was auf den Tisch kommt, Leute. So der Plan. Ah, da könnten wir noch eine 10er, auf 10 können wir dann noch eine Einheit setzen, ne? Die halt auch nicht in die Kombos zu tun hat, wenn wir das wollen. Weiß nicht, ob es da noch irgendeine gute Damage-Einheit gibt, so ein Gyrocopter oder sowas mit Flächenschaden, den wir hinten reinsetzen. Sowas, auf sowas sehe ich mich gerade. So, wie sieht's denn bei dir hier aus? Du hast den Witch Doctor auch, ne? Das ist sogar sehr gut, wenn du jetzt hier gleich rausfliegen würdest. Ah, du kennst dich noch ein bisschen zurück, okay. Mach das, mach das. Das ist sogar... Ne, wir haben gerade hier gegen ihn gespielt, okay. Dann ist fein. Ich wollte gerade sagen, sind wir das da, aber ich habe nämlich nicht auf die Figuren geachtet. So, dann nehmen wir hier noch einen Bad Rider mit. Rerollen lieber hier nochmal rein. Wir wollen doch nur den Dragon Knight jetzt ziehen, Leute. Das gibt's doch gar nicht, ey. Wieso ziehen wir den nicht? Und einen Chaos Knight brauche ich auch noch. Deswegen rerollen wir gerade auch noch so viel, weil die Billigeinheiten haben wir dann auch weniger Chancen drauf. Wenn er hier halt uns mal langsam rausfliegen würde. Ja, er geht hier auch einfach zwei Demons rein, so. Giro ist halt not bad, ne? Kann man ruhig mit reinbauen, aber der Rest. Ich kann mit dem. Oh lol, er hat so eine Einheit zu viel gehabt. Also das verstehe ich halt nicht. Hoffentlich, wir wollen halt den Witch-Doctor da raus haben, ne? Ich hoffe halt so, dass der rausfliegt. Sonst haben wir ja nichts gegen den. Wir brauchen halt die Einheiten. Der Verband hat ja schon mal nichts Interessantes hier für uns. Der auch nicht. Eigentlich sind viele sehr uninteressant für uns. Aber wir sind wirklich der einzige Knight-Spieler. Und als einziger Knight-Spieler hat man eigentlich nur Vorteile.
Ja, den kriegst du aber wahrscheinlich nicht, den Tinker, ne? Auch nicht mit deiner Ulti hier oder sein. Oh, sein hat aber nicht gewirkt. War das knapp. 3 HP, der Sieg. Wegen dem Schild auf dem Batrider. Uiuiui, Leute. Uiuiuiui. Einen Reroll machen wir hier mal. Wieder nichts zu zogen, jetzt leveln wir aber mal ein bisschen mit. In 2 Runden wollen wir das Ding hier nämlich wieder durch haben auf 9. Deswegen machen wir es lieber so. Winstreak haben wir wieder uns erobert und zurückgeholt. Oh, Timbersaw 3. Der hier hat jetzt halt, ne? Clockwerk 3, Timbersaw 3, Bounty 2, der hat aber gar keinen Tinker. Aber Bounty Hunter wird auch nur 3 gehen. Ah ne, doch, da hat er einen Tinker, habe ich übersehen. Alchemist hat er schon. Techies müssen wir sogar fast schon wegkaufen, sonst gewinnt der im Late Game gegen uns. Wir brauchen dann, wir müssen ihm nur den Techies wegkaufen, nur damit er in dem Late Game nicht richtig hinsetzen kann. Das ist sad, oder? Dass wir auf solche miesen Tricks hier zurückgreifen müssen. Schon was schade, aber ja, was sollen wir tun? Was sollen wir da tun? So. Oh, wir können aber vielleicht auch noch eine Warlock kommen. Kann man eine Warlock kommen mit Treuen und so einbauen? Weiß ich gerade gar nicht. Ah, sehen wir ja gleich. Was wir jetzt hier genau machen mit unseren Huntern. Huntern sag ich schon, mit unseren Knights. Da würde ich gerne jetzt noch mal ein paar Sachen ziehen. Damit wir da besser hinkommen mit. Ah, da ist leider schon wieder nichts dabei hier, ne? Einen Reroll machen wir immer. Ah, jetzt kommt ein Timbersaw. Wollen wir ihn noch mitnehmen, Leute? Nein, Spaß. Timbersaw brauchen wir echt nicht. Nächste Runde leveln wir das auf 9 hoch. Dann wahrscheinlich auch mit der erste. Ich glaube nicht, dass hier wer anders. Der ist rausgeflogen. Ich glaube nicht, dass hier wer anders noch auf 9 uns hochleveln möchte. Jo, der letzte Platz hat leider erst 33%. Der hätte schon ein bisschen mehr auf die Fresse bekommen können, weil Mages hat der da. Der hat halt hier noch einen Bounty, komischerweise. Also ein paar Sachen auf seinem Feld verstehe ich nicht ganz. Er hat halt so viele verschiedene Sachen. Und halt Mages 3. So. Der hier wird immer gefährlicher für uns. Wir haben, glaube ich, am Anfang ganz hart gegen ihn gewonnen. Sein Feld dann immer knapper, glaube ich, wenn ich das mal links gesehen hatte. Wenn wir jetzt überhaupt noch gewinnen. Ja, wie ich gesagt habe. Der ist halt auch langsam vorhanden hier. Ist aber okay. Stört uns nicht so. Weil, ja, wir, Hauptsache, wir haben da den Interest jetzt und Space-Einkommen. Darauf spielen wir ja so ein bisschen ab. Von daher, wenn wir jetzt aufleveln, ist erstmal ein Shadow-Schaman. Wir können auch mal gucken. Ich glaube, den Chaos Knight könnte ich rausnehmen und auch noch einen Witchdog da setzen, oder? So, jetzt leveln wir hoch. Komm, wir gehen mal ein bisschen runter vom Gold. Wir können auch erstmal einen anderen Kombo aufbauen. Erstmal so eine Kombo hier aufbauen. Nee, komm. Du runter, du zurück. Du drauf, du drauf, du zurück. Du vielleicht mal nach da. Wartet mal, wir hätten auch. Ah, die beiden können wir noch austauschen miteinander, das ist okay. Den nehmen wir mit. Jetzt warten wir mal, dass wir wieder auf 50 Gold hochgehen. Ist ja eh eine Mob-Runde, okay. Wir haben jetzt 4 Trolle, 4 Knights. Sollte mal ganz fein mit sein. Wir wollen halt echt gerne Dragon Knight ziehen, aber wir kriegen ihn halt gerade gar nicht, ne? So, für das Item, wir brauchen nur was, die mit Kill haben wir. Oh, hier haben wir noch ein Schild bekommen, sehr schön. Das ist natürlich mal wieder so ein Troll-Warlord-Item, ne? Der wird das kriegen. So, den Techies muss ich eigentlich wegkaufen, ne? So gehässig, wie ich jetzt sein muss. Den darf der eine da nicht kriegen, sonst wird er zu stark. So, dann geht das hier auf ihn. Er hat schon sehr gute Tankiness. Ja, hier, der Abaddon. Oh. Ich habe ihm noch so ein Schild gegeben. Ich habe mich verguckt. Upsi. Kleines Upsi gemacht hier. Aber ist okay. Ah, einen Reroll gönnen wir uns hier. Komm. Okay, noch einen. Einen noch hier so. Oh, wieder nichts dabei. Ein Chaos Knight brauchen wir nur, Leute. Oder 2 Luna wären auch schön. Wäre auch schön. Ja, der Tech ist. Ah, wenn wir den Platz brauchen, müssen wir ihn halt abgeben, ne? Aber wir brauchen erstmal den Platz nicht so. Batrider gehen wir halt gerade noch weiter. Ich weiß nicht, ob das überhaupt was werden wird. Er wird dann halt auch noch irgendwann vielleicht weg müssen. Hm. Mal schauen, Leute. Wir müssen halt wieder auf 50 Gold hoch, ganz ehrlich. So, dass wir dann auch ein bisschen sparen. Dass wir auch trotzdem auf 10 noch hochgehen können. Vielleicht gehen wir da dann noch was Stärkeres mit rein. Müssen wir mal schauen jetzt, was wir jetzt so kriegen und was uns so was hier so ankommt. Könnte natürlich auch noch mit 9 und 10, anstatt jetzt wirklich die Knights voll zu machen oder sowas. Okay, ihn wollten wir unbedingt haben. Ihn müssen wir weiterkaufen. Wichtiger ist Batrider. So, und der hat. Komm, wir geben den Technik wieder ab. Wir brauchen das Gold dringend.
Auch wenn wir dem einen damit helfen, wenn wir ihn wieder abgeben, aber ja, wir müssen es so machen. So, jetzt erstmal hier den Gyrokopter mit drauf. Und ja, der wird jetzt halt ein bisschen mehr Attack-Speed haben, wird früher ulten können von da hinten. Ich glaube, das ist sehr angenehm für uns, die Gyrokopter-Ulti. Ich hoffe auch, dass wir eine Chance haben, ihn zweit zu kriegen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt. Ah, wir könnten halt wirklich eine Warlock-Kombo jetzt reinbauen, was wollen, ne? Ihn raus, Stufe 10 machen, Warlock-Kombo bauen. Wir werden nochmal einen Death Prophet und den Enigma mitnehmen, glaube ich. Death Prophet reicht ja mit unserem Abaddon. Da brauchen wir ja den Necro fast nicht. Ja, und den Enigma ist so eine starke Grundeinheit. Ja, das sieht sehr gut aus hier, was wir aufgebaut haben. Sehr, sehr schön. Aber wir sollten halt dafür auch 10 voll machen. Mit 10 Feuer haben wir auch eine höhere Chance auf Treu Warlords. Chaos Knight wird dann halt ein bisschen schwächer hier, ne? Aber die Chance darauf reicht halt aus, um ihn vielleicht noch zu kriegen. Ah, hier ist noch ein Abaddon. Und ich muss noch kurz hier raus haben. Ich muss dann nebenbei auch noch Hotkeys setzen und sowas. Vielleicht ganz vergessen, Leute, seht ihr. Weil falls ich nochmal gestört werde zwischendurch, könnte ich mich muten. Das wäre natürlich sehr, sehr klug. So. Ja, funktioniert auch. Perfekt. Weil, muss ich halt machen dann. Ich muss mal kurz gucken, wenn ich ingame bin. Ja, es funktioniert alles. Sehr, sehr schön, Leute. Seht dann sowas machen wir mitten in der Runde hier aus. Einfach nur, ne? Damit wir da safe sind. So. Jetzt haben wir hier noch was gezogen, auch weil ich kaum geachtet habe. Nee, alles fein. Ah, wir werden hier ganz schön bearbeitet gerade. Also, nee, kriegen wir nicht hin. Die Assassinen waren zu stark für uns. Schade, schade. Aber, ja, wir haben halt 72 Leben, ne? Wie gesagt, wir kommen jetzt halt dann über Stufe 10. Ich würde sagen, in Runde 33, 34, so in dem Dreh, werden wir auf jeden Fall schon 10 haben. Ah, jetzt haben wir hier noch einen zweiten Abaddon fertig. Hier, ihn wollen wir halt nicht unbedingt holen. Wäre nicht so wichtig. So, wir leveln jetzt halt hier ein bisschen weiter. Ja, in 4 Runden. Das sollte eigentlich hinhauen. Wir leveln das halt dann, wartet mal, bis 36, bis noch 20 Stück. 20 Stück, 5 mal leveln. Oder? 5 mal leveln. 25 Gold ausgeben, ne? In den nächsten 4 Runden. Das sollten wir hinkriegen. Im Notfall gehen wir halt auf 40 Gold runter. So ist es halt nicht, ne? Das bisschen dazu hoch zu leveln, sollte nicht schaden. Und unser Kurier backt manchmal, wenn es zwischen ready und los geht. Ist mir jetzt immer mal aufgefallen. Ja, aber der hier wird jetzt über sowas stoppen, wenn er da auf 2 Shadow Fiends hier hinten. Sind halt hier einfach die, was soll ich sagen? Sind hier halt einfach die, Goblins, die jetzt so viel tanken. Und die Shadow Fiends hier, die jetzt so viel Schaden von da hinten reinböllern können. Schon fast unfair, muss man ja sagen, ne? Aber haben wir auch schon oft genug gespielt und bekommen. Von daher, alles fein. So, wir gehen weiter hoch hier mit unserem Gold. Oh, hier liegt ja noch ein Item, das habe ich gar nicht gerafft. Wer braucht noch einen Voidstone? Ja, unser Gyrokopter natürlich, weil er hier hat ja hier schon einen. Das können wir dann halt hierzu machen und das halt hierzu. Der Reef Rusher Orb auf dem Omni Knight. Mit der Ulti, mit dem Heal und allem. Könnte vielleicht doch lustig werden. Wie cool, dann hat den Overall. Steht nach 10 Sekunden. Ja, gut, okay. Ah, hier die Mob-Runde sollten wir eigentlich auch überstehen. Gerade über den Giro hier hinten dann noch. Die Knight sollten das gut wegtanken und. Ja, der Giro sollte hier den Rest machen. Gerade über den Ulti. Oh ja, das nehmen wir alles mit. Das hier ist halt sehr schön mit dem Heal-Hammer. Das gehen wir alles auf unserem. Warte mal, wie müssen wir das machen? Wir dürfen nur einen draufsetzen, ich glaube. Wenn wir nur einen drauf, weil das hier wollen wir nicht haben, oder? Wollten wir das haben? Nee, ne, wir wollen lieber das andere Item durchkriegen. Das heißt, wir geben ihm nur einem erstmal. So. Einmal müssen wir noch leveln und dann sind wir safe. Vitally Booster kombinieren wir hierzu über. Da fehlt der andere Ring hier, ne? Und den brauchen wir auch hierfür. Ja, was können wir damit sonst noch so machen? Das Ding, ne? Ich weiß nicht, gibt erstmal, kriegt erstmal der Abaddon hier, der ist irgendwie auch in unserer Frontline. Wenn sich das hier entwickelt hat, gehen wir dann natürlich den anderen Mitria mal trotzdem noch auf den Toy Warlord. Das ist jetzt aber noch ein bisschen warten. Sonst hier auf der Hand war halt nichts Wichtiges. Oh, wir kriegen jetzt halt langsam Ecke auf den Toy, gehen so in den Losing Streak rein. Aber ja, es wird sich jetzt hoffentlich demnächst jetzt wieder ausgleichen. Jetzt haben wir jetzt Stufe 10, ne, und können dann mit unserem Gold dann machen, was wir wollen.
Also beziehungsweise jetzt noch nicht. Eine Runde müssen wir dann halt noch idlen, weil die 5 Gold geben wir jetzt nicht extra noch aus. Wir werden jetzt halt leveln, den Rest sparen. Und joa. Ein Level holen wir uns ja halt. Wir können ja jetzt schon rerollen. Wir werden jetzt noch eine Runde mehr ab, wenn wir mehr Chancen auf Legis haben und ja, auf den ganzen anderen Quatsch da. Auf 1er Einheiten haben wir dann halt nicht mehr so viele Chancen, aber die 2er, die sollten ausreichen hier, die 25%. Die 25% bei 3ern, die haben wir jetzt sogar da so schon. Joa, wir sollten damit eigentlich gut hinkommen. Hoffen wir mal, dass wir wirklich gut Legis ziehen. Könnt natürlich auch probieren, wirklich ein nur mit Legendären hier noch ein vernünftiges Feld aufzubauen. Könnte man versuchen. Luna würde ich halt gerne wirklich fertig kriegen auch. Hier werden wir jetzt was schaffen. Oh, die Assassinen haben unseren Gyrocopter einfach geköpft. Die dachten sich, jo, ein Gyrocopter, der muss weg. So. Wie gesagt, jetzt können wir langsam rerollen. Der Gold wird, der Leben wird halt jetzt langsam schwach. Aber ist halt okay. Selbstverständlich halt im Moment, ne? Weil wir hier halt auch jetzt ganz schön gepunished werden können, weil wir halt nicht mehr gererollt haben und halt dadurch unsere Einheit nicht weiter aufgebaut haben. Ah, Hatebreed hat gerade was geschrieben, das kam mir gerade zufällig durch. Auch schön, auch schön. So, wir nehmen mal ihn kurz mit. Setzen ihn mal kurz mit hin. So, wer kriegt hier was? Das dahin, sowas dahin und sowas auch hier hin. Und jetzt, den nehmen wir kurz mit. Auf dem Weg. Aber, oh, da ist noch ein Giro. Den nehmen wir natürlich wiederum lieber mit. Oh, ein Tidehunter auch noch. Oh, jetzt habe ich das aus Versehen geschlossen, da die Nachricht. Muss ich unbedingt ausschalten, dass ich da Benachrichtigungen kriege. Das finde ich total nervig. So. Ja, jetzt halt wieder den Undead-Boon. Das ist der Schlinge jetzt hier. Mal schauen, ob der uns nochmal helfen tut. Wir können halt die Giro irgendwie rein. Der ist auch schön sogar. Aber ja, es reicht wieder nicht. Ah, wir müssen jetzt wirklich all-in gehen langsam, ey. Das ist echt unangenehm gerade. Dass wir hier so, in Anführungsstrichen, so früh all-in gehen müssen. Das ist jetzt der Witch Doctor, das ist wichtig. Und der Dragon Knight ist endlich da. Jetzt halt die Frage, wenn wir den Dragon Knight aufkaufen. Und dann gucken wir unser Feld auch, wenn ihn verkaufen war. Ihn setzen wir drauf. Ihn packen wir zurück, ihn setzen wir drauf. Rerollen, bis wir den da haben, ey. Ah, sonst brauchen wir halt nichts anderes mehr, ne? Außer noch Dragon Knight 2 zum Beispiel. Und, Chaos. Bräuchten wir auch noch. Ah, Omni würde ich auch, Luna würde ich gerne mitnehmen. Omni können wir mitnehmen, Luna können wir dann auch mitnehmen. Jetzt rerollen wir uns runter hier, aber dann müssen wir auch mitnehmen. Wofür ist die Frage für den Vollmonat? Nein. Dragon Knight und Omni. Ja, für den Omni müssen wir machen. Müssen wir halt leider machen. Lass den letzten Dragon Knight. Den saven wir jetzt. Oh, ich bin rausgeflogen. Nein, wir sind rausgeflogen. Oh no. Wir wären so stark geworden, Leute. Wir wären so stark geworden. Sind jetzt rausgeflogen hier in der Runde. Oh, ist das ungünstig. Ja, wir sind jetzt Dritter geworden, ne? Er ist vor uns rausgeflogen, glaube ich. Ja, okay, einen schönen dritten Platz. Es hätte besser laufen können. Aber ja, Knights Troller halt, ne? Wir hätten es jetzt holen können. Aber egal. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut da rein. Ciao, ciao.